französischen Boos zum Wallfahrtsort Chartres. Glaubensinbrunst, Selbstfindung, Hoffnung auf das eigene Heil? Was wissen wir von den Gedanken und Gefühlen dieser Menschen, die vor bald 1000 Jahren gelebt haben? Pilger, Fremde auf ihrem Weg. Für sie ist die Kathedrale an das Ziel ihres Weges gebaut worden. Als ein Ort, der das Göttliche näher bringen soll. Heute ist diese Kathedrale für die meisten Menschen eine fremde Welt. Chartres gilt als die großartigste Kathedrale des Westens. Der Bildhauer Auguste Rodin nennt sie Frankreichs Akropolis. Eine Vergegenwärtigung des Heiligen sehen in ihr die Romantiker des 19. Jahrhunderts. Im nüchternen Urteil des Historikers Georges Duby ist sie dagegen das vielleicht wirksamste Instrument der katholischen Unterdrückung. Fast unberührt von der Zerstörungswut der Kriege, von Revolutionen und Restaurationen, ist die Kathedrale von Chartres ein Abbild des mittelalterlichen Glaubens und Denkens, der Spiegel einer versunkenen Welt. Palast der Stille, hat Rodin Chartres genannt, voll von Menschen. Doch die Bewegung hat nicht im geringsten seine Stille gestört. Man schweigt in dunkel empfundenem Glück, die Worte gehen einem aus vor diesem Wunder. 100.000 von Touristen aus allen Teilen der Welt kommen und lassen sich bezaubern. Einige von ihnen zieht es immer wieder hierher. Sind sie wie die Pilger des Mittelalters, die hier auf ein Wunder hofften? Die manchmal tagelang so dicht gedrängt im Kirchenschiff ausharrten, dass die Priester nur durch die Fenster ins Freie gelangen konnten? Von der Wallfahrt nach Chartres haben sie sich Sündennachlass und Hilfe bei Sorgen und Nöten versprochen. Schon in vorchristlicher Zeit war hier ein keltisches Druidenheiligtum Ziel großer Pilgerströme gewesen. Die ersten Christen waren klug genug, die Tradition des heiligen Ortes fortzusetzen und ihn sich so anzueignen. Ist Chartres also ein heiliger Ort, der über der Zeit, über den Kulturen steht? Ist das der Grund für seine Anziehungskraft heute? Die Kathedrale von Chartres ist im 12. und 13. Jahrhundert gebaut worden. Ihre Architektur schafft einen Raum von unglaublicher Ausstrahlungskraft und Wirkung. Einen Raum im Halbdunkel, der mit seinen in Rosen- und Lanzettfenstern aufgelösten, leuchtenden Wänden das Thema der Zeit formuliert. Gott ist Licht.
Das Licht beruft die Geschöpfe auf ihren Platz, durchflutet die Welt und verleiht ihr die innere Ordnung. Und die Geschöpfe spiegeln das göttliche Licht zurück, am deutlichsten und reinsten in der Vernunft des Menschen. Ich habe diese Kathedrale schon sehr oft besucht, schreibt Rodin. Doch heute erscheint sie mir ganz neu, schöner, strahlender als je. Und ich gehe daran, sie zu studieren, als sähe ich sie zum ersten Mal. Ein verheerender Brand hat im Juni 1194 die romanische Vorgängerkirche der Kathedrale fast völlig zerstört. Nur ihre neue Westfassade aus der Mitte des 12. Jahrhunderts blieb verschont. Im Blickpunkt das sogenannte Königsportal, dessen Skulpturen den Übergang zwischen romanischer und gotischer Kunst zeigen. Es sind Bilderzählungen, die von den Analphabeten des Mittelalters gekannt und verstanden wurden. Wir dagegen müssen uns ihre Aussagen erst mühsam klar machen. Im Giebelfeld des mittleren Portals erscheint Christus als Weltenrichter und König, umgeben von den Symbolen der vier Evangelisten: Mensch, Löwe, Stier und Adler. Gezeigt wird das Weltgericht am Ende der Zeit, nach der Apokalypse des Johannes. Doch hier wird das visionäre Thema nicht mehr schreckeinflößend dargestellt. Im Zentrum des neuen Denkens steht die Würde des Menschen. Die Menschwerdung Gottes in Christus ist die Grundlage der neuen Theologie. Der Glaube müsse von der Vernunft getragen werden, fordern die Denker der Domschule von Chartres. Die vier geflügelten Wesen sind keine bedrohlichen Ungeheuer mehr, sie sind zu Wappentieren gebändigt. Der Christuskönig verliert das Übermächtige und Einschüchternde. Mild und ruhig, in überirdischer Schönheit, blickt er aus der mandelförmigen Aureole. In den Bogenläufen sind 12 Engel und die 24 Ältesten der Apokalypse dargestellt. 7 der Engel halten Astrolabien in den Händen, die sie in den Falten ihres Gewandes halb verbergen. Am Ende der Zeit hat ein Gerät zur Zeitmessung keinen Sinn mehr. Wie aus den Logen eines Theaters blicken die Ältesten von allen Seiten auf den am Himmel erschienenen Christus. Anders als im Text der Johannes-Offenbarung sind sie als ruhig harrende Zuschauer dargestellt, die einer Art höfischem Protokoll zu folgen scheinen, sich einer Ordnung fügen. Die Gesellschaft des Mittelalters ist von einem strengen Ordnungsdenken geprägt. Der Name Königsportal könnte von den alttestamentarischen Gestalten an den Seitenwänden des Portals herrühren. Propheten, Gelehrten, Königen und Königinnen. Die Kathedrale ist auch ein Gebäude des Königs von Frankreich. Sie dient der Beglaubigung und Verherrlichung seiner Macht. Chartres ist eine Marienkirche. Schon seit dem 9. Jahrhundert ist sie der Himmelskönigin und Mutter des Erlösers geweiht. In der Krypta unter der Kathedrale haben Archäologen einen Brunnen aus der Zeit der Kelten entdeckt, dessen Wasser heilende Kräfte nachgesagt wurden. Heiligen Wassern wurden in der Antike Muttergottheiten zugeordnet. Eine sitzende Frauengestalt, die ein Kind auf dem Schoß hält, war ihr Bild. Die Legende erzählt, dass ein Keltenkönig die Vision einer Jungfrau hatte, die ein Kind gebären sollte. Die Vision ist angeblich Ursprung dieser hölzernen Frauenstatue, der Virgo Paritura, die große Ähnlichkeit mit dem Bild der heidnischen Muttergottheit hatte. Heute wird in ihr die Jungfrau Maria verehrt.
Eine der schönsten Mariendarstellungen in der Kathedrale zeigt das Fenster Notre-Dame de la Belle Verrière aus dem 12. Jahrhundert. Der Marienkult lockt seit über 1000 Jahren Pilger aus allen Teilen Europas nach Chartres. Zur Zeit der Gotik ist Maria an prominente Stelle in der Glaubenslehre gerückt, weil sie eine Schlüsselfigur in der Menschwerdung ist. Das Christentum entdeckt die weiblichen Werte. Werte, die von den Rittern in der Verehrung der Dame im höfischen Minnesang verherrlicht werden. Das Frankreich dieser Zeit entdeckt die Liebe, findet der Historiker Duby. Die höfische Liebe zugleich mit der Liebe zur heiligen Maria. Auf die Fürsprache der Gottesmutter hoffen Tausende aus dem Volk, denen das Leben Leibeigenschaft und Elend beschert, aus dem sie entfliehen wollen. Die Kirche versteht es, all diesen Sehnsüchten und Traumbildern in der Kathedrale ihren Platz zu geben. Und Chartres ist für die Pilger des Mittelalters ein Heiligtum, weil diese Reliquie verehrt wird. Kaiser Karl der Kahle hatte der Kirche ein Stück Stoff aus Byzanz geschenkt, das heilige Hemd, das Maria bei der Verkündigung getragen haben soll. Die Reliquie hat Chartres in den Augen von Bauern und Kriegsknechten, von Frauen und Mönchen zum Erdenpalast der Himmelskönigin schlechthin gemacht. Sogleich werden ihr wunderbare Kräfte zugeschrieben. Es wird erzählt, dass Soldaten des Normannenherzogs Rollo, der 911 die Stadt belagert, beim bloßen Anblick des heiligen Hemdes die Flucht ergriffen haben. Rollo ist darauf ein guter Christ geworden und die Bürger von Chartres haben Grund, der Jungfrau zu danken, denn fortan strömen noch mehr Pilger in die Stadt und lassen die Kassen klingeln. Maria ist das rechte Westportal gewidmet. Sie thront im Scheitel des Bogenfeldes, das Jesuskind auf den Knien. Darunter sind die Stationen der Menschwerdung Christi dargestellt, die Verkündigung durch den Engel und die Geburt. Das Neugeborene liegt in einer Art Schale auf einem Altar und nimmt damit symbolisch das spätere Opfer vorweg. Die Verkündigung der Ankunft des Herrn an die Hirten auf dem Feld, die mit ihren Herden losziehen, um das Kind in der Krippe anzubeten. Und die Szene von der Darstellung Jesu im Tempel. In Chartres erscheinen solche Bilder erstmals an der Fassade einer Kathedrale. Umgeben ist das Giebelfeld von Figuren, die für die sieben freien Künste stehen. Jede dieser aus der Antike übernommenen wissenschaftlichen Disziplinen, Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik, wird durch eine Frauengestalt dargestellt. Ihnen sind berühmte Gelehrte wie Cicero, Aristoteles oder Pythagoras zugeordnet. Die sieben freien Künste sind das Denkschema, mit dem das Mittelalter sein Wissen zu ordnen versucht hat. Sie werden hier zum ersten Mal an einer Kathedralenfassade dargestellt. Dass heidnische Gelehrte an diesem Ehrenplatz auftauchen, zeugt von der neuen Bedeutung, die die antiken Wissenschaften erlangt haben. Ihre Kenntnis führt zur göttlichen Weisheit, dem Ziel allen wissenschaftlichen Strebens. Die Gesichter der Gewändefiguren zeigen zum ersten Mal in der künstlerischen Darstellung porträthafte Züge und damit den geistigen Zauber einer beseelten Persönlichkeit. Rätselhaft und anziehend zugleich wirken diese überlangen Statuen, die schwerelos, wie magisch gebannte Wesen den Eingang zur Kirche, zum himmlischen Jerusalem bewachen. Sie scheinen nicht von dieser Welt, aber lassen doch die Seele spüren. Thank you.
Über ihnen verbindet der Fries der Kapitelle wie ein Band die drei westlichen Portale miteinander. Er erzählt Geschichten aus dem irdischen Leben Marias und ihres Sohnes, bei denen jedoch alle Leidensszenen ausgespart sind. Das 12. Jahrhundert zeigt Leid und Schrecken nur bei der Züchtigung der Verdammten. Die Fenster über dem Königsportal greifen die Themen der Skulpturen wieder auf. So zeigt das mittlere Fenster, es ist mit 11 auf 4 Metern das größte der Kathedrale, das Leben Jesu von der Verkündigung bis zum Einzug in Jerusalem. Rotgrundige Quadrate, sie stehen für das menschliche Prinzip, wechseln sich ab mit blauen Kreisen, dem Symbol für das göttliche Prinzip. Das Mittelalter will mit solcher Zeichensprache jedem die Bildinhalte auf den ersten Blick verständlich machen. Die Menschwerdung Gottes ist das leitende Thema der Kathedralkunst. Die Fenster bilden eine Erzählung in 3 Teilen. Zu lesen vom Jesse-Fenster rechts, im tiefen Nachtblau der Vorzeit, zum Passions- und Auferstehungsfenster links mit den warmen Farben Rot und Gelb. Vom Dunkel zum Licht. Licht von Chartres. So bezeichnet man auch die theologische und philosophische Schule der Kathedrale. Die Lehrtradition reicht bis ins 6. Jahrhundert zurück. Seit Philibert, Bischof im 11. Jahrhundert, entwickelt sie sich zu einem geistigen Zentrum, das Schüler aus ganz Europa anzieht. Gelesen werden die antiken Autoren, vor allem Aristoteles. Thierry von Chartres verfasst im 12. Jahrhundert ein Lehrbuch der 7 freien Künste. Er erklärt das Universum als ein geordnetes System. Seine Ideen stehen Pate bei der Ordnung der Kirchenportale. Die Gelehrten von Chartres studieren auch die Schriften des griechischen Philosophen Platon und von Augustinus. Sie beschäftigen sich vor allem mit der Frage der Zeit, die am linken Westportal der Kathedrale dargestellt wird. Die Zeit hat nach dieser Auffassung einen Anfang und ein Ende. Ihr Symbol ist der Kalender, er gliedert den Jahresrhythmus. Die Skulpturen in den Bogenläufen bebildern die Zeit, die vergangen ist und noch vergehen wird, von der Himmelfahrt Christi bis zu seiner Wiederkunft am Tag des jüngsten Gerichts. Für Augustinus endet die Zeit mit dem jüngsten Gericht, danach ist Ewigkeit. Der mittelalterliche Mensch lebt in beständiger Sorge vor dem nahen Weltgericht. Man hatte es, der Offenbarung folgend, bereits um die erste Jahrtausendwende erwartet. Die Figuren zeigen Menschen bei verschiedenen Tätigkeiten im steten Kampf ums Überleben. Zu diesen Tätigkeiten gehören die Tierkreiszeichen und die personifizierte Darstellung der entsprechenden Monate. Die Skulpturen erzählen von Platons Idee der Zeit als bewusst gestalteter Ordnung. Die Ängste vor dem Untergang der Welt werden hiermit aufgefangen. Die Arbeit bereitet den Menschen vor auf das kommende Gericht, vor dem sich der Strebsame nicht zu fürchten braucht. Die Theologen von Chartres versuchen, solche Grundauffassungen ihrer Zeit den ungebildeten Pilgern nahezubringen. Mit der Himmelfahrt hat für die Gläubigen das Warten auf das jüngste Gericht begonnen. Sie ist im Bogenfeld des linken Westportals dargestellt. Damit endet die Erzählung von der Menschwerdung Gottes, die am rechten Westportal mit der Kindheitsgeschichte beginnt. Eine genau durchdachte Ordnung erstellen, die das Weltverständnis und das Wissen der Zeit zusammenfasst, das ist der leitende Gedanke, der die Baumeister der Kathedrale beflügelt hat. Über diese Baumeister wissen wir kaum etwas. Der australische Architekt John James hat herausgefunden, dass Chartres offenbar in horizontalen Schichten nach einem vorher feststehenden Plan von mehreren Baumeistern gleichzeitig errichtet worden ist.
Nach dem Brand von 1194 wird zunächst die Ruine abgerissen und ein neuer Grundriss mit großen Seitenschiffen nach dem Vorbild von Santiago de Compostela angelegt. Der romanische Chor wird übernommen, damit die Fundamente der Krypta genutzt werden können. Zwischen die drei großen Chorkapellen werden vier kleinere eingefügt. Diese neue Chorform prägt alle späteren gotischen Kathedralen. Die jährlichen Bauetappen erscheinen jeweils rot eingefärbt. Die einheitliche Planung des riesigen Gebäudes beweist, dass die Baumeister das neu nach Frankreich gelangte Wissen von der antiken Mathematik und Geometrie anzuwenden wussten. Tausende von Freiwilligen arbeiten jetzt jeden Sommer auf der riesigen Baustelle. In einer Art Massenhysterie zerren sie mit bloßen Händen Karren mit Steinen und Balken über viele Kilometer heran. Die Hoffnung auf Ablass von den Sünden und Wunderglaube verleihen übermenschliche Kräfte. Mit Geldspenden aus ganz Europa können Handwerker bezahlt werden, Steinmetzen, Schmiede, Zimmerer. Je mehr das Gebäude in die Höhe wächst, desto größer werden die bautechnischen Probleme. Ein, möchte man meinen, geradezu wahnwitziges Unternehmen. Doch letztlich ermöglichen es weniger religiöser Eifer als rationelle Planung und die neu erworbenen Kenntnisse in Statik und Geometrie, die Kirche in nur 26 Jahren weitgehend fertigzustellen. Die kurze Bauzeit ist ein Grund für die außergewöhnliche stilistische Einheit der Kathedrale. Um die Kathedrale fast 40 Meter hoch bauen zu können, nutzen die Baumeister ein System von Strebepfeilern, die den Kirchenraum außen umkränzen. Sie fangen die tonnenschwere Last der Gewölbe ab und bändigen die enormen Kräfte, die der Wind auf solch hohe Gebäude ausübt. In Chartres wird ein massives Strebewerk errichtet, das die Höhe des Innenraums und die Auflösung der Wände in riesige Fensterflächen ermöglicht. Mit dieser Art Bautechnik gibt es noch kaum Erfahrungen. Nach der Fertigstellung der Kathedrale von Chartres, als Nordfrankreich von einem wahren Kirchenbaufieber erfasst wird, muss so mancher gotische Baumeister bitteres Lehrgeld zahlen. Allzu gewagte, noch höhere und schlankere Kirchenbauten sind eingestürzt. Die gelungene gotische Konstruktion besteht in einem gekonnten Ausgleichen von Kräften. Sie ist ein Kind der Wissenschaft von den Zahlen, entstanden auf den Schultern der Kathedralschulen, wo logisches Denken und exaktes Rechnen geübt wurden. Der kantonierte Pfeiler ist eine Erfindung der Baumeister von Chartres. Sein Kern und die umgrenzenden Dienste sind aus durchgehenden Steinplatten aufgemauert. Das macht die Pfeiler stabiler. Auch der Spitzbogen, der die weit gespannten Gewölbe erst ermöglicht, ist eine Erfindung der Zeit. Die Chartreuser Baumeister gliedern ihre Kathedrale in drei Geschosse. Die Obergadenfenster sind ebenso hoch wie die unteren Arkaden. Dazwischen liegt das Triforium. Es ersetzt die platzraubende Empore
und erlaubt so noch größere Fenster. Die Wand löst sich auf in eine Fläche aus Licht. Die Baumeister der Kathedralen Nordfrankreichs waren Könner ihres Fachs und hochgeschätzte Bürger. Die Grabplatte des Architekten Hugues Libergier in Reims spricht von ihrem Prestige, vom Stolz auf ihre künstlerische Schöpferkraft. Zirkel und Richtscheit verweisen auf den wissenschaftlich gebildeten Ingenieur. Die Namen der Baumeister sind in einigen Kathedralen in eine Platte im Zentrum eines großen gepflasterten Labyrinths geritzt, das mitten im Kirchenschiff liegt. In Chartres ist diese Mittelplatte verloren gegangen. Als Haus des Daidalos wurde das Labyrinth einer mittelalterlichen Kathedrale bezeichnet, nach dem antiken Ahnherrn aller Architekten. Nach der Ostervesper haben im Mittelalter die Geistlichen im Labyrinth von Chartres einen Tanz aufgeführt, mit dem die Auferstehung Christi und die Schöpfung gefeiert wurde. Das Labyrinth versinnbildlicht für sie den Erlösungsweg. Wer durch das Labyrinth hindurchgeht, erreicht das Absolute, findet Zugang zu Gott. Im Labyrinth verliert man sich also nicht, im Labyrinth findet man sich. Mit der Kathedrale meldet sich die Stadt auf der Bühne der Weltgeschichte zurück. Chartres liegt inmitten der fruchtbaren Beauce am kleinen Flüsschen Eure. Es ist Sitz der mächtigen Grafen von Chartres und Blois gewesen, die sich Ende des 12. Jahrhunderts eng mit dem französischen Königshaus verbunden haben. Die politische Bedeutung der Stadt ist damals viel größer, als man sich das beim Anblick des verschlafenen Provinznests von heute vorstellen kann. Wo jetzt Reste mittelalterlicher Bauten still vor sich hinträumen, pulsiert damals das Leben. Mit den Pilgerscharen und den Kaufleuten kommen Ideen und Wissen aus weit entfernten Gebieten in die Stadt. Chartres versammelt die berühmtesten Gelehrten Europas. Ihre Diskussionen werden öffentlich ausgetragen. Der Wissensdurst dieser Männer und ihr Versuch, alles in eine klare Ordnung zu bringen, hat die Baumeister und Handwerker beeinflusst. Das neue Denken kehrt in ihrem Baustil wieder. Die riesige Kathedrale ist ebenso Ausdruck des Machtbewusstseins von Adel und Priesterschaft wie ein Bild des Bürgerstolzes. Die Festigung des französischen Königtums schafft Sicherheit im Land und damit die politischen Voraussetzungen für einen ungeahnten Wohlstand. Der kostspielige Bau der Kathedralen wäre ohne ein Aufblühen von Wirtschaft und Handel undenkbar gewesen. Eine wichtige Neuerung der Zeit ist die Windmühle. Die Qualität des Mehls, des Grundnahrungsmittels überhaupt, verbessert sich entscheidend. Auch durch das Heben schwerer Schmiedehämmer eröffnet die Windkraft dem Handwerk neue Möglichkeiten. Andere Erfindungen der Zeit sind der Eisenpflug und das Kummet für den Einsatz von Pferden als Zugtiere. Beides erhöht sprunghaft die Erträge des Getreideanbaus in der Beauce und führt zu einem blühenden Handel. Zusätzlich kommen günstige klimatische Bedingungen und ein allgemeines Bevölkerungswachstum dem Aufschwung zugute.
Der Historiker Fernand Braudel nennt die Zeit ohne Wenn und Aber eine erste Neuzeit, in der ein überschwängliches, euphorisches Frankreich zu einer fantastischen Umgestaltung des Abendlandes führen sollte. Die verträumte Ruhe am Ufer der Eure heute zeigt nur, wie weit all dies schon zurückliegt. Und nicht nur in Chartres wird damals fieberhaft gebaut. Gut 3000 Kirchenbauten allein in Nordfrankreich, darunter ein Dutzend riesiger Kathedralen, entstehen in kaum 100 Jahren. Eine fantastische Umgestaltung. Städte sind damals wenig mehr als ein Gewimmel von bescheidenen Holzhütten, Werkstätten, Gassen, Kloaken und Schweineställen. Solche Städte bauen sich jetzt ihre alles überragende Kathedrale, ihr himmlisches Jerusalem, mit Türmen, die die Wolken zu berühren scheinen. Sie soll über die Sicherheit der Menschen wachen. In ihrem riesigen Schiff werden sie alle Platz finden. Hier wird sich das öffentliche Leben abspielen. All das hat die Fantasie der Menschen beflügelt, ihre Begeisterung geweckt. Einen völlig neuartigen, eleganten und jugendlichen Kirchenbau wollen sie, schreibt ein Bischof damals. Heller, höher, weiter? Das ist uns gar nicht fremd. Wie haben die Menschen damals mit ihren primitiven technischen Hilfsmitteln Gebäude von solchen Dimensionen ausführen können? In 40 Meter Höhe wird gearbeitet. Schwerste Materialien wie die hölzernen Lehrbögen für den Bau der Gewölbe werden mit großen Winden hinaufgezogen. Der Betrachter der Baustelle des 13. Jahrhunderts kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Woher wissen die Architekten, wie Mauern von solcher Höhe den Druck der tonnenschweren Gewölbe aufnehmen können? Wie kommen sie auf die Idee, dass Strebepfeiler die Schubkräfte des Gebäudes auffangen und gleichsam nach unten ableiten können? Wie gelingt es ihnen, bei den weit gespannten Gewölben so gekonnt das Prinzip der Auflast zu nutzen, das besagt, dass man etwas belasten muss, um es stabiler zu machen? Eines ist klar, der mittelalterliche Baumeister hat das Rechnen gelernt. Das Wissen dafür entstammt antiken Schriften des Euklid oder Ptolemäus, die die Kreuzfahrer in Spanien und im Heiligen Land den Heiden als Beute abgerungen hatten und die man in Schulen wie der von Chartres studiert hat. Die Kathedralen sind die ersten Bauwerke im Norden Europas, die mit Hilfe von Geometrie und Arithmetik entstanden sind. Der Architekt Auguste Choisy resümiert: Die gotische Architektur ist die einer Gesellschaft, die trotz begrenzter Mittel große Werke hervorbringen will. Diese Bauten sind gebrechliche Konstruktionen, wenn man sie mit denen der Antike vergleicht. Dafür aber, welche der Antike ganz unbekannte Kühnheit. Diese Kühnheit bringen Handwerker auf, die nach unseren heutigen Maßstäben ungebildet sind. Die Steinmetzen haben auf den Baustellen das Sagen. Die Baumeister, die Architekten, entstammen dieser Berufsgruppe. Sie schaffen unter Anleitung der Domherren ein künstlerisches und architektonisches Werk, in dem sich das ganze Wissen ihrer Zeit widerspiegelt. Die Steinmetzen prägen den toten Stein mit dem Weltbild des Mittelalters. Ihre Skulpturen und ihre Ornamente, all das, so der Historiker Georges Duby, wird zu einer Demonstration der katholischen Theologie. Das Nordportal von Chartres ist, wie sein Gegenstück auf der Südseite der Kathedrale, zwischen 1200 und 1220, also etwa ein Menschenalter später als das Königsportal, entstanden. Schon der erste Eindruck zeigt, man ist in einer anderen Welt angekommen. Die Figuren atmen die neue Gesinnung der Gotik, die Entdeckung des seelischen Ausdrucks. Sie schweben, ähnlich entrückt wie im Königsportal, in einer Überwelt, aber sie scheinen jetzt miteinander zu sprechen, bilden bewegte Gruppen.
Das Bildprogramm des Nordportals demonstriert den Geist des vierten Laterankonzils von 1215, mit dem sich die Kirche gegen die Verweltlichung durch den Einfluss der antiken Philosophie gestellt und sich auf den Kern ihrer traditionellen Lehrmeinungen zurückbesonnen hat. Ein Bedürfnis nach Ordnung und Disziplin bestimmt die Themen dieses Portals. Das Hiobsportal zeigt im Giebelfeld Hiob auf dem Aschenhaufen. Er wird umarmt vom Teufel, neben ihm die drei falschen Freunde, rechts ein Albigenser oder Katerer, Ketzer, die in Südfrankreich den Fortbestand der Kirche bedrohen, in der Mitte Aristoteles und links einer der Gelehrten, die Irrglauben verbreiten. Pierre de Roissy, Kanzler der Domschule von Chartres, hat das Buch Hiob so ausgelegt, um den Kampf der Kirche gegen die Heretiker zu rechtfertigen. Die Bauherren der Kathedrale, Bischof Renaud de Musson und Graf Thibault von Chartres, gehören 1209 zu den Anführern des Kreuzzugs gegen die Ketzer im Languedoc. Tausende Menschen werden dort abgeschlachtet. Das französische Königshaus, Philippe Auguste, Blanche von Kastilien und ihr Sohn Ludwig, den man schon zu Lebzeiten den Heiligen nennt, stiftet zur selben Zeit riesige Summen für die Vollendung der Kathedrale von Chartres. Der Stoff, aus dem die Geschichte der französischen Ritterschaft und ihrer Könige gewebt ist, ist ihre Idee vom geheiligten Königtum, das Abbild der göttlichen Ordnung ist. Die Scharen von Kreuzrittern, die in glühender Begeisterung das heilige Land erobern oder im Languedoc Ketzer brennen lassen, glauben, auf den Spuren des menschgewordenen, erlösenden Gottes zu wandeln. So wie die Pilger in ihrem Gefolge. Doch die Pilger sind das Volk. Sie haben ihre eigenen Gewohnheiten. In Massen sorgen sie in Chartres für Volksfeststimmung, besonders an den hohen Feiertagen. Mit den Pilgern kommen Gaukler und Schausteller. Die Vorhallen und Anbauten um die Kathedrale sind von Weinschenken, Tavernen und Schaubuden besetzt. Selbst die Gottesdienste beleben Spieleinlagen und Tänze als eine Art frommes Theater bei Festen und Prozessionen. Das Kircheninnere dient Tausenden von Pilgern als Schlafplatz. In Notre-Dame in Paris, berichtet ein päpstlicher Gesandter, nutzen Prostituierte die Säulen als feste Standplätze. Während der Jahrmärkte wird in der Kathedrale Handel getrieben. Bauern sollen sogar Schweine quer durch die Kirche zum Markt getrieben haben. Das Heilige und das Weltliche vermischen sich im Mittelalter auch im Alltag.
Die Marktleute und die Handwerker machen die Heiligen ihrer Zünfte und Bruderschaften zu ihren Verbündeten. Sie erwarten von ihnen, dass sie sich auch um die alltäglichen Sorgen kümmern. Gehen die Geschäfte schlecht, verhüllen sie die heiligen Figur mit Tüchern oder entfernen sie gar von ihrem angestammten Platz in der Kirche. Die wertvollen Glasfenster, die die Bruderschaften der Kathedrale gestiftet haben, zeigen das bunte Panorama der mittelalterlichen Stadt. Geldwechsler, die auf ihren Bänken sitzen, Tuchmacher, Bäcker oder Hufschmiede. Die Zünfte stiften 42 Fenster in den Seitenschiffen und im Chorumgang. Sie scheuen keinen Aufwand, wenn es darum geht, sich die Heiligen wohlgesonnen zu machen. Der Himmel rückt näher und ist dabei unter der Hand alltäglich geworden. Die meisten der Glasfenster werden zwischen 1215 und 1240 eingesetzt. Die Glasmaler besitzen hohes Können, das umso mehr erstaunt, wenn man weiß, dass sie während der Arbeit die Wirkung des durch das Glas scheinenden Lichts nicht beurteilen können, weil die Glasstücke auf Tischen liegend zusammengesetzt werden. Auch die Wirkung der Fenster aus der Entfernung können sie vorher nicht ausprobieren. Heute werden die kostbaren Glasfenster mit großem Aufwand restauriert und vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Dabei werden auch fehlerhafte Ergänzungen aus den letzten Jahrhunderten ersetzt und die Fenster so weit wie möglich dem Originalzustand wieder angenähert. Die Techniken gleichen denen von früher. Die Kreativität der mittelalterlichen Glasmaler und ihre stilistische Entwicklung bewegen sich im Gleichklang mit dem Wandel des Weltbildes und der Gottesdarstellung. Ihre Erfindungsgabe und technische Fertigkeit lassen die sanft lächelnden gotischen Engel und die Geschichten der Heiligen in den Farbspielen der strahlenden Fenster leuchten. Die Glasmaler sind die wohl wichtigsten Künstler, die der gotischen Idee »Gott ist Licht« Gestalt geben. Eine moderne Glasbläserei kann Gläser in allen Farbnuancen herstellen, darunter auch das berühmte Blau von Chartres. Im Mittelalter war die Variationsbreite der Farbtöne, die mit Kupfer, Kobalt, Eisenoxid oder anderen streng geheim gehaltenen Zugaben erreicht wurden, noch viel geringer als heute. Die Kunst, farbiges Glas zu schmelzen, stammt aus der Antike. Die Glasmalerei und der Zusammenbau von Fenstern aus farbigem Glas sind dagegen eine neue Kunstform des christlichen Mittelalters. 176 Fenster mit fast 2000 Quadratmetern Fläche tauchen die Kathedrale von Chartres in ein Licht von überirdischer Schönheit. Für den mittelalterlichen Menschen sind sie wie die Juwelen, die das himmlische Jerusalem, das Symbol für das angestrebte Himmelreich, schmücken.
Das Südportal von Chartres zeigt die Gliederung einer gotischen Fassade in Vollendung. Es steht unter dem Thema die Aussendung der Jünger und schildert die Verkündigung der Lehre der Kirche, wie sie das Nordportal vorgestellt hat. Die berühmten Apostelstatuen seitlich des Portals wirken lebendig. Sie haben Giebelfeld und Türsturz verlassen und stehen nun in der historischen Zeit. Das jüngste Gericht auf dem Mittelportal zeigt einen sehr menschlich wirkenden Weltenrichter. Christus deutet auf seine Wundmale und verzeiht. Diese Erinnerung an seine Leiden war im Christusbild des Königsportals noch verborgen. Menschliche Gefühle werden jetzt wichtiger. Christus wird immer mehr zu einem Gott des Erbarmens. Ihm zur Seite und damit ihm ebenbürtig sitzen Maria und Johannes und legen Fürbitte für die Sünde ein. Auf dem Türsturz darunter scheidet der Erzengel Michael mit dem Schwert die Gerechten von den Verdammten. Die Gerechten kehren in Abrahams Schoß zurück. Die Verdammten werden von Teufeln zur Hölle gezerrt. Alle gesellschaftlichen Ränge sind vertreten. Ein Laie, eine Frau, ein Bischof und ein König. Auf dem Mittelpfosten des Portals steht auf Löwe und Drache der lehrende Christus. Er wird Beau Dieu genannt, der schöne Gott. Es ist der glorreich Erstandene, wie er den 11 Jüngern erschienen ist, als er zu ihnen sagte: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mit dem Buch des Wissens in der Hand ist er Vorbild und Bruder des Gelehrten der Kathedralschule, der das göttliche Wissen in den Büchern sucht und an seine Schüler weitergibt. Christus ist der Meister, der das Licht der Einsicht verbreitet. Die Gliederung der Portale entspricht den Prinzipien der gotischen Kunst. Sie ist der Versuch, ein festgelegtes geistiges Thema überzeugend zu ordnen. Diese Ordnung ergibt sich hier noch aus der Verbindung der antiken Philosophie mit der christlichen Heilsbotschaft. Jahrhunderte später wird das europäische Denken diese religiösen Grenzen überschreiten. Die gotische Kathedrale ist ein frühes Zeugnis für den geistigen Aufbruch in Europa. Gott ist Licht. Jede Kreatur empfängt die göttliche Erleuchtung, um sie selbst wieder auszustrahlen. Die Schöpfung aus sich selbst heraus erzeugt einen ununterbrochenen Aufstieg zum unsichtbaren und unsäglichen höchsten Wesen, von dem alles ausgeht. So erläutert der Historiker Duby die Lehre des Vordenkers der Zeit, Dionysius Areopagita, und er schließt: Diese Konzeption ist der Schlüssel der neuen Kunst, der klaren und pulsierenden Kunst der Gotik. Die Kathedrale ist das strahlende Abbild des himmlischen Jerusalem.
Wenn am Palmsonntag die Glocken die Studenten rufen, die auf ihrer Pilgerfahrt aus allen Teilen Frankreichs und Europas in Chartres eingetroffen sind, und wenn sie dann zu Tausenden die Kathedrale füllen, dann beginnt der Geist von Chartres zu leben. Dann entfaltet die Kathedrale ihre unvergleichlich bewegende Atmosphäre. Könnte Chartres vergehen? Ich mag es nicht glauben. Die Kathedrale erwartet künftige Generationen, die würdig sein werden, sie zu verstehen. So hofft sie und schwingt sich stolz empor von Gewissheit zu Gewissheit und bezeugt uns, dass der menschliche Geist in manch großen Stunden zu neuem Leben erwacht, zur harmonischen, in sich ruhenden Ordnung zurückkehrt und zum Schöpfer des unvergänglichen Schönen wird. Auguste Rodin.